Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 1, das ist die Fragestunde, und rufe auf die Frage 583, die stammt aus der letzten Fragestunde, und der Kollege Dirk Bamberger ist der Fragesteller. Kollege Bamberger, drücken Sie mal aufs Knöpfchen, kann ich Sie anschalten? Ist er nicht da? Ach, Kollege Bamberger ist hier oben. Oh, jetzt muss ich hier oben anmachen. Ich glaube, das ist an. Klopfen Sie mal drauf, kurz. Was muss ich denn hier machen? Oben links. Klopfen Sie noch mal drauf, Herr Kollege. Nö, ist eigentlich an. Ach so, vielleicht muss man da. Was ist denn hier los? Jetzt geht's. Ich habe ein lautes Organ, ich könnte auch so runterrufen. Nee, geht so, okay. Ich frage die Landesregierung, welche Ausbaumaßnahmen für den Radwegeausbau wurden im Landkreis Marburg-Biedenkopf bewilligt, gerade im Hinblick auf den Radwegeausbau zwischen Kirchheim-Emsdorf und Stadt Allendorf? Vielen Dank, Kollege Bamberger. Es antwortet der Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, Kollege Al-Wazir. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Abgeordneter Bamberger, der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat von 2014 bis 2020 insgesamt 20 Bewilligungen für die Förderung von Planung und Ausbau von Radinfrastruktur erhalten. Das entspricht einem Fördervolumen von 2.148.031 Euro. Der Landkreis plant und baut auf Basis seines Radentwicklungsplans das Netz der Radverbindungen systematisch mit dem Ziel, ein möglichst lückenloses, attraktives Netz herzustellen. Die einzelnen geplanten und umgesetzten Maßnahmen des Landkreises sind online auf dem Geoportal des Landkreises Marburg-Biedenkopf veröffentlicht. Im Jahr 2020 hat der Landkreis für 8 Planungsmaßnahmen Förderbescheide erhalten, darunter auch für die Planung des Radwegs entlang der K12 von Stadt Allendorf nach Kirchhain-Emsdorf. Die 8 Planungsleistungen wurden vom Landkreis zur effektiven Nutzung der Ressourcen zusammengefasst und zusammen ausgeschrieben, um entsprechend des Planungsfortschritts reagieren zu können. Die Beauftragung ist nach Angaben des Landkreises im Juli 2021 erfolgt. Es kann derzeit nach Angaben des Landkreises davon ausgegangen werden, dass die Planungsleistungen bis Mitte 2023 fertiggestellt werden. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 588. Fragestellerin ist die Kollegin Wallmann. Vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, welche Ergebnisse lieferten die Antigen-Selbsttests bei den Schülerinnen und Schülern in den beiden Präventionswochen zu Beginn des neuen Schuljahres? Herr Staatsminister Professor Lorz. Frau Abgeordnete Wallmann, die beiden Präventionswochen nach den Sommerferien, in denen 3 statt 2 Tests durchgeführt wurden und eine Maskenpflicht am Platz galt, haben dank der tatkräftigen und verantwortungsvollen Umsetzung durch die Schulen für einen sicheren Schulstart mit deutlich mehr Normalität gesorgt. Dennoch war die Erhöhung der Testfrequenz nach den Sommerferien wichtig, denn schon im vergangenen Jahr hatte sich gezeigt, dass ein erheblicher Teil der Infektionen durch Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer übertragen worden ist. In den beiden Präventionswochen nach den Sommerferien betrug die Quote der positiv getesteten Schülerinnen und Schüler an Schulen in öffentlicher Trägerschaft 0,09% in der 35. Kalenderwoche bzw. 0,05%, wenn man lediglich die durch einen PCR-Test bestätigten positiven Ergebnisse berücksichtigt. Und 0,07% in der 36. Kalenderwoche, wobei sich die Zahl bei durch einen PCR-Test festgestellten positiven Fälle auf 0,04% verringert. In der 37. Kalenderwoche, wenn ich das noch anfügen darf, auch wenn das nicht mehr Präventionswoche war, sank dann die Positivquote auf 0,05% bzw. unter Berücksichtigung der Ergebnisse der PCR-Tests auf 0,03%. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Kollegin Wallmann. Sehr geehrter Herr Minister, könnten Sie sagen, wie Sie insgesamt die Corona- oder das Corona-Testkonzept an den Schulen als Landesregierung bewerten? Herr Minister.
Frau Abgeordnete, ich glaube, wir können, nachdem wir jetzt viele Monate Erfahrung mit diesen Testkonzepten gemacht haben, auch in unterschiedlicher Ausgestaltung, wir hatten ja im Normalfall 2-mal pro Woche, wir hatten in den Präventionswochen 3-mal pro Woche, wir haben jetzt aufgrund natürlich des hochdynamischen Infektionsgeschehens schon die ganze Zeit 3-mal pro Woche. Wenn es zu Infektionsfällen kommt, gehen wir auf eine tägliche Testung über. Und ich glaube, gerade dieses Zusammenspiel auch der verschiedenen Frequenzen hat uns dabei geholfen, zahlreiche Infektionen bei Schülerinnen und Schülern zu entdecken und damit natürlich auch Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen. Ich habe so halb im Scherz formuliert in einem Interview letzte Woche, dass die Schulen im Moment das größte Testzentrum dieser Republik darstellen. Das, glaube ich, kann man auch schon für die vergangenen Wochen und Monate sagen und auch nicht nur in Hessen, sondern das wird ja auch in Absprache der Kultusministerkonferenz in allen Bundesländern so ähnlich durchgeführt. Und das ist einzigartig, was die gesellschaftlichen Bereiche anbetrifft und, glaube ich, zeichnet die Schulen in besonderer Weise auch aus, auch die Art und Weise, in der die Schulen die mit diesen Testungen notwendigerweise verbundenen Belastungen tragen. Vielen Dank, Herr Minister, Professor Lorz. Gibt es Zusatzfragen, Frau Kollegin Wallmann? Entschuldigung. Vielen Dank. Herr Minister, ich wüsste gerne, wie sich die Teilnahmeregelung für genesene und geimpfte Schülerinnen und Schüler an dem Testkonzept des Landes darstellt, aktuell. Herr Minister. Also im Moment ist das so geregelt, dass für geimpfte Schülerinnen und Schüler keine Verpflichtung zur Vorlage eines Negativnachweises besteht, um am Präsenzbetrieb in der Schule teilnehmen zu können. Die Schülerinnen und Schüler können aber freiwillig an den Antigen-Selbsttestungen in der Schule teilnehmen. Ihnen steht das gesamte schulische Testangebot ausdrücklich zur Verfügung. Wir ermutigen Sie auch dazu und das wird auch, glaube ich, gut angenommen, denn damit ist ja auch der regelmäßige Eintrag in das Testheft verbunden. Und das ist ja ein sehr praktisches Instrument, mit dem die Schülerinnen und Schüler auch außerhalb der Schule sich gut bewegen können. Vielen Dank, Herr Minister. Nächste Zusatzfrage stellt der Kollege Degen. Ja, besten Dank. Herr Kultusminister, dürfen die Schulleitungen denn die Schulgemeinden, also die Eltern vor allem, informieren über das Infektionsgeschehen an der jeweiligen Schule? Herr Minister. Herr Kollege Degen, natürlich gehört die Information darüber, wie sich das Infektionsgeschehen auch an der Schule generell vollzieht, zu der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Schulleitungen, Schüler- und Elternvertretungen, was aber natürlich die Schulleitungen aus Datenschutzgründen nicht preisgeben dürfen. Es sind einzelne Testergebnisse. Vielen Dank. Gibt es eine Zusatzfrage, Kollege Degen? Besten Dank. Das heißt, über die allgemeine 7-Tage-Inzidenz an einer Schule kann berichtet werden. Nur nicht über einzelne Fälle, aber grundsätzlich über das Infektionsgeschehen, ohne Namen oder einzelne Klassen zu nennen, das ist erlaubt. Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter Degen, da wir die 7-Tage-Inzidenz jetzt nicht schulspezifisch erheben, wäre es interessant zu wissen, woher die Schulleitungen dann entsprechende Informationen haben. Ich weiß, man kann sich das selber ausrechnen, aber das sind keine Zahlen, die wir in irgendeiner Form von amtlicher Seite zur Verfügung stellen. Vielen Dank. Ich rufe auf die nächste Frage. Das ist die Frage 589. Fragesteller ist der Kollege Dr. Naas. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, inwiefern verlängert sich durch die zusätzlichen Fachworkshops die Erarbeitung des lange versprochenen Masterplans Kultur? Frau Staatsministerin Dorn. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Naas, die erste Phase des Masterplan Kultur, der die strategische Ausrichtung der hessischen Kulturpolitik für die kommenden Jahre beschreibt, hat sich einer sehr starken Beteiligung von Kulturaktiven erfreut und wurde insgesamt mit großem Interesse aufgenommen. Ursprünglich war der Beginn des Masterplanprozesses für das Jahr Frühjahr 2020 geplant. Wegen der Corona-Pandemie haben wir den Prozess zunächst verschoben. Anfang 2021 begann dann die Erarbeitung des Masterplans schließlich mit einer digitalen Auftaktveranstaltung, 2 digitalen Werkstatttagen und insgesamt 10 digitalen Fachworkshops, in denen an konkreten Vorschlägen für den Masterplan Kultur gearbeitet wurde. An den Fachworkshops nahmen jeweils ca. 20 Fachexpertinnen und Fachexperten mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen teil. Bei der Zusammensetzung der Workshops wurde im Hinblick auf die unterschiedlichen Kultursparten, die verschiedenen Regionalitäten Hessens, das Geschlecht, die verschiedenen Akteursgruppen, Verbände und Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung auf ein ausgewogenes Verhältnis geachtet.
Aus den Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde aber deutlich, dass ein digitales Format nicht immer alle Aspekte des Austauschs aufnehmen kann und es noch Bedarf zu einer Vertiefung der Diskussion gibt. Eine zweite Workshop-Reihe soll nun allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der ersten Workshop-Reihe die Gelegenheit bieten, noch einmal persönlich intensiv ins Gespräch und in die Diskussion zu kommen und gemeinsam an den Vorschlägen zu arbeiten oder eben auch ganz neue Ideen zu entwickeln. Ursprünglich hatten wir dies für den März vorgesehen. Die pandemische Lage hat uns allerdings dazu bewogen, die Vertiefungsworkshops, bei denen immerhin rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in verschiedenen Konstellationen zusammenkommen sollen, nochmals zu verschieben. Daher soll die zweite Workshop-Reihe nun nach Ostern stattfinden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben wir über die Verschiebung bereits informiert. Im Anschluss an die Workshops wird dann die bereits angekündigte Online-Beteiligung stattfinden. Und nach Auswertung der Online-Beteiligung werden dann sämtliche bisherigen Ergebnisse aus den beiden Dialogphasen, den Regionalforen, die ja im Oktober 2021 bereits stattgefunden haben, und der Online-Beteiligung dann zusammengefasst und konsolidiert. Vielen Dank, Frau Ministerin. Zusatzfrage, Kollege Dr. Naas. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Wer entscheidet denn eigentlich über die ausgewogene Zusammensetzung der Workshop-Teilnehmer und wie wird diese Entscheidung transparent gemacht? Frau Ministerin. Über diese ausgewogene Verteilung haben wir im Embo als Ministerin am Ende habe ich entschieden. Wir haben uns aber mit zahlreichen Kulturverbänden ausgetauscht, die verschiedenen Interessen entsprechend abgefragt und tatsächlich von den Kirchen bis hin zu den soziokulturellen Zentren über die Chöre bis zu den Staatstheatern haben wir wirklich über alle Sparten hinweg Personen angefragt, teilweise auch abgefragt, die Institutionen, welche Expertinnen und Experten sie besonders entsprechend empfehlen würden und dann ein ausgewogenes Verhältnis versucht zu erreichen. Es ist einem Beteiligungsprozess, wenn es um Experten und Experten geht, innewohnend, dass man nicht alle entsprechend berücksichtigen kann, weil dann werden es keine Experten-Workshops mehr, sondern eben eine gesamte Beteiligung. Diese wird aber noch stattfinden dann mit der digitalen Online-Beteiligung. Dank. Nächste Zusatzfrage stellt ebenfalls der Kollege Dr. Naas. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Dann würde ich gerne noch wissen, wann Sie bzw. Ihr Haus gedenken, dieses Verfahren nun endlich, schlussendlich abzuschließen und wann wir mit dem allseits versprochenen Masterplan Kultur dann rechnen können. Frau Ministerin. Wie ich gerade schon dargestellt habe, nach dieser zweiten Workshop-Phase folgt die Online-Beteiligung. Das ist dann entsprechend im Sommer. Dann wird das Ganze konsolidiert und wird dann entsprechend beraten. Ich hoffe, dass wir am Ende des Jahres dann entsprechend einen Masterplan vorliegen haben. Doch das wird sich auch am Pandemiegeschehen jetzt weiter darstellen. Sie haben ja wahrgenommen, dass wir in den letzten Monaten im Bereich der Kultur durchaus auch viele andere Prozesse zu stemmen hatten, notgedrungen. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir die Kulturbranche am Ende dann doch so gut durch diese Krise geführt haben. Vielen Dank, Frau Ministerin. Nächste Zusatzfrage stellt Frau Dr. Sommer. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin, ich habe auch eine Frage. Sie haben gesagt, dass die Ergebnisse nach allen Workshops und digitalen Veranstaltungen zusammengeführt werden sollen. Gibt es denn bisherige Ergebnisse, von denen Sie berichten können? Und Hauptpunkte für eine Stärkung der Kultur, die sich schon abzeichnen? Dankeschön. Frau Ministerin. Frau Kollegin Sommer, zum jetzigen Zeitpunkt Ergebnisse vorwegzunehmen, würde ja den Beteiligungsprozess ab absurdum führen. Es ist ja gerade wichtig, dass wir jetzt entsprechend mit den verschiedenen Inputs weiter umgehen. Auf den Regionalforen wurden sehr verschiedene Impulse gegeben. Die waren ja auch öffentlich, wurde ja auch in den Zeitungen berichtet. Sie waren jeweils eingeladen. Also insofern gibt es eine ganze Menge an Impulsen aus der breiten Kulturlandschaft. Und diese werden jetzt gerade entsprechend aufbereitet, textlich aufbereitet und dann in der nächsten Workshop-Phase noch einmal diskutiert. Ich bin sicher, da kommen neue Impulse dazu. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, Ihnen konkrete Dinge zu nennen, wäre falsch, weil wir ja tatsächlich gerade mitten im Beteiligungsprozess sind. Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Dann rufe ich auf die Frage 592. Fragesteller ist auch hier der Kollege Dr. Naas. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, inwieweit ist sie in die Planungen zur Neugestaltung der Frankfurter Paulskirche als besonderer Ort der Demokratiegeschichte eingebunden? Staatsminister Wintermeyer.
Ja, Herr Kollege Dr. Naas, das Land Hessen ist auf Initiative des Bundes durch das Bundeskulturministerium und den Herrn Bundespräsidenten an den Gesprächen und Planungen beteiligt und in der von Bund, Land und Stadt Frankfurt am Main eingerichteten Steuerungsgruppe mit meiner Person vertreten. Das Land begleitet die Arbeit der von der Steuerungsgruppe eingesetzten unabhängigen Expertenkommission, die in etwa 1,5 Jahren einen Vorschlag machen wird, wie die Paulskirche neu gestaltet werden kann als besonderer Ort der Demokratiegeschichte und wie die Errichtung eines nationalen Lern- und Erinnerungsortes dargestellt werden kann. Das Land Hessen ist zudem Sitzland der neuen in Frankfurt am Main angesiedelten Bundesstiftung, für die sich die Hessische Landesregierung sehr eingesetzt hat. Die Bundesstiftung mit dem Namen Orte der Demokratiegeschichte. Und die Landesregierung hat insofern ein erhebliches Interesse an der Entwicklung der Paulskirche als nationalem Lern- und Erinnerungsort, der zwar sich im Eigentum der Stadt Frankfurt befindet, aber immerhin noch auf hessischem Boden. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Dr. Naas. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Zweite Frage. Teilt denn die Landesregierung die konzeptionellen Vorschläge des Bundespräsidenten oder neigt die Landesregierung eher zur Auffassung des Frankfurter Oberbürgermeisters hinsichtlich der Verwendung des Ortes? Herr Minister. Herr Dr. Naas, die Hessische Landesregierung wird darauf warten und auch darauf zielen, ähnlich wie bei Ihrer Vorfrage, die Sie an die Kollegin Kulturministerin gestellt haben, was die Expertenkommission vorschlägt. Der Bundespräsident hat sehr gute Vorschläge gemacht, die wir teilen, aber es muss erstmal durch die Expertenkommission dargestellt werden. Es gibt zwischen dem Bund und der Stadt, nicht zwischen uns, der Stadt und dem Bund, sondern zwischen dem Bund und der Stadt erheblich unterschiedliche Auffassungen, die auch in einer gewissen Weise in den Verlautbarungen des Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt und seiner konzeptionellen Überlegungen liegen, die wir aber als Land nicht zu kommentieren haben. Vielen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Dr. Naas. Ja, zweite Zusatzfrage, lieber Staatsminister. Welche eigenen Ziele und Vorstellungen bringt denn die Landesregierung durch Ihre Person in das Gremium ein? Herr Minister Wintermeyer. Wie ich Ihnen bereits, Herr Abgeordneter Naas, schon sagte, dass wir an der Neugestaltung der Frankfurter Paulskirche, auch an der architektonischen Umgestaltung der entsprechend jetzt schon vorhandenen Räumlichkeiten mitwirken wollen, an der didaktischen Verbesserung, ähnlich wie wir das auch bei unseren hessischen Gedenkstätten machen, nämlich der Digitalisierung, und dass wir dort an dem nationalen Lern- und Erinnerungsort uns beteiligen wollen. Und wenn Sie da nähere Informationen haben wollen, wie tief wir dort einsteigen, kann ich Ihnen die Empfehlung geben, mit Ihrem Fraktionskollegen Herrn Promny Kontakt aufzunehmen. Das Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung, die durch Herrn Dr. Jehn, der auch dort in den Steuerungsgruppen den Chef der Staatskanzlei und damit auch das Land Hessen vertritt, gibt dort entsprechend vertiefte Auskunft. Nach meiner Kenntnis war auch das Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung, Abgeordneter Naas, zuletzt in der Paulskirche und hat sich auch dort mal die Notwendigkeiten angeschaut, insbesondere architektonischer und baulicher und sonstiger Art, um entsprechend dort sich auch ein Bild vor Ort zu machen. Wir kommunizieren da sehr transparent und ich glaube, da wird Herr Promny Ihnen sehr gut auch Auskunft geben können. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 597, 593 zurückgezogen. 597 Fragesteller ist der Abgeordnete Rolf Kahnt. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, wie ist der aktuelle Stand von Gesprächen zwischen dem Intendanten des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden und dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst, nachdem der Intendant darauf öffentlich hingewiesen hatte, zwischen ihm und dem Wissenschaftsministerium habe es bislang keine Gespräche über eine Verlängerung seines bis zur Spielzeit 2023/2024 gültigen Vertrages gegeben. Frau Staatsministerin Dorn.
Sehr geehrter Herr Abgeordneter Kahnt, lassen Sie mich kurz etwas zu den allgemeinen Regularien bezüglich der Intendanz des Staatstheaters Wiesbaden sagen. Der Intendant ist nach dem Mustervertrag des Deutschen Bühnenvereins beschäftigt. Für die Frage einer möglichen Vertragsverlängerung des Intendanten gilt eine verbindliche Erklärungsfrist sowohl für die Träger des Theaters, also das Land Hessen, in Abstimmung mit der Sitzstadt Wiesbaden, also auch den Intendanten, die bis zum Jahresende 2021 lief. Es ist jedoch so, dass eine weitere Regelung vorsieht, dass die Vertragsparteien sich bis zum 15. September verständigen, ob und zu welchen Bedingungen das Vertragsverhältnis verlängert werden soll. Ich hatte mit der Sitzstadt dazu Gespräche geführt und wollte in der Folge mit Herrn Laufenberg ein persönliches Gespräch führen. Dabei ist ein Fehler in der Terminierung unterlaufen. Irrtümlich war davon ausgegangen worden, die Frist laufe noch bis zum Ende des Monats. Dafür habe ich mich bei Herrn Laufenberg persönlich entschuldigt und ja auch öffentlich. Die Einladung für das Gespräch sollte Herrn Laufenberg am 20.09.2021 übermittelt werden. Am 19.09.2021 hat Herr Laufenberg sein öffentliches Schreiben herausgegeben, in dem er erklärt, für eine Verlängerung der Zusammenarbeit über 2024 hinaus nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Die Träger des Theaters respektieren diesen Schritt und streben für die Zeit ab 2024 eine personelle und künstlerische Neuausrichtung des Staatstheaters Wiesbaden an. Land und Sitzstadt werden in Kürze Gespräche hierzu aufnehmen. Ich kann Ihnen mitteilen, dass Herr Laufenbeck und ich in persönlichen Gesprächen noch ausstehende Fragen klären konnten und sich gegenseitig eine konstruktive Zusammenarbeit für die verbleibenden 2,5 Jahre dieser Intendanz versichert haben. Vielen Dank, Frau Ministerin. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Kahnt. Vielen Dank, Frau Ministerin. Wie will das Ministerium für Wissenschaft und Kunst nach der Spielzeit 2024 konzeptionell sicherstellen, dass das bisherige künstlerische Niveau des Staatstheaters Wiesbadens beibehalten und eine Richtungsänderung ins kulturelle Mittelmaß verhindert wird? Frau Staatsministerin Dorn. Sehr geehrter Abgeordneter Kahnt, selbstverständlich streben wir auf eine sehr gute Nachfolgeregelung an. Dafür wird eine Kommission gegründet werden. Dazu bin ich ja jetzt mit der Stadt im Gespräch. Es hat sich bewährt, dass wir hier uns auch von externen Expertinnen und Experten aus der Theaterlandschaft begleiten. Und dann gibt es einen Auswahlprozess für eine neue Intendanz. Das ist in der Regel ein sehr spannender Prozess, weil sehr unterschiedliche Konzepte entsprechend dargeboten werden. Wir sind uns aber alle einig, dass dieses Haus eine weiterhin sehr starke Intendanz braucht. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir ein sehr guter Standort dafür sind, um hervorragende Persönlichkeiten zu gewinnen. Danke, Frau Ministerin. Erste Zusatzfrage. Also ich habe jetzt die erste Zusatzfrage. Ist Herr Kaffenberger, dann Herr Dr. Naas und dann kann Herr Kahnt noch mal. Herr Kaffenberger, bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Staatsministerin, vor dem Hintergrund der eben getätigten Ausführungen würde mich interessieren, wie Sie denn sicherstellen, dass es zu einem ähnlich ärgerlichen Vorgang im Zuge der Nachfolge der Intendanz am Staatstheater Darmstadt, wo ja die Verträge ebenfalls auslaufen, nicht kommt. Frau Ministerin. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, jetzt sind wir in konstruktiven Gesprächen und Sie können mir glauben, dass so ein Fehler mich selbst geärgert hat. Man entschuldigt sich ja auch nicht gerne öffentlich. Ich habe das aber erst mal persönlich getan und dann öffentlich. Und insofern gehe ich davon aus, dass mir an dieser Stelle das nicht mehr passieren wird. Aber mit dem Intendanz im Staatstheater Darmstadt sind wir da in konstruktiven Gesprächen. Vielen Dank, Frau Ministerin. Erste Zusatzfrage stellt oder nächste Zusatzfrage stellt Herr Dr. Naas. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin, halten Sie an der Aussage fest aus dem Ausschuss, die Sie dort getätigt haben, dass eine Verlängerung des Vertrages von vornherein nicht beabsichtigt war? Frau Ministerin. Selbstverständlich, Herr Abgeordneter Naas, habe ich alles wahrheitsgemäß im Ausschuss wiedergegeben. Vielen Dank, Frau Ministerin. Nächste Zusatzfrage und nächste letztmögliche Zusatzfrage stellt der Fragesteller selbst. Das ist Herr Kahnt. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin, welche eigenen Vorstellungen hat das Ministerium nach der Spielzeit 2024 in Person des zukünftigen Intendanten oder der Intendantin keinen Verwalter, sondern einen ideenreichen Gestalter einzustellen? Frau Ministerin.
Herr Abgeordneter Kahnt, ich finde, Sie haben eine schöne Kombination vorgeschlagen. Tatsächlich haben wir keinerlei Person aktuell vor Augen. Das wäre aus meiner Sicht auch völlig falsch. Wir reden hier über ein großartiges Staatstheater, an dem sich sehr wahrscheinlich verschiedenste Personen bewerben werden. Wir sind hier völlig offen über das Konzept. Ich bin sicher, dass wir hier einen sehr konstruktiven Austausch mit der Stadt Wiesbaden auch haben werden über verschiedene Zielvorstellungen, die aber am Ende auch erst dann richtig wachsen und reifen, wenn man auch verschiedene Konzepte auch erlebt hat und wenn man auch im Austausch mit den Expertinnen und Experten ist. Es wäre aus meiner Sicht gerade für die freie Kunst und Kultur völlig falsch, hätte die Ministerin für Kunst schon eine klare Vorstellung, wer diese Person sein könnte und was sie darbieten sollte. Denn ich bin sicherlich nicht die bessere Intendantin für dieses Staatstheaters und ich bin sehr optimistisch, dass wir eine hervorragende Person gewinnen. Vielen Dank, Frau Ministerin.